Hallo Leute und willkommen zurück zu Where the Water Tastes Like Wine. Wir sind an der Grenze zwischen Kansas und Missouri. Letzte Folge haben wir Casey ein bisschen bearbeitet. Also bearbeitet ist jetzt. Wir haben seine Geschichte vorangetrieben und ich muss sagen, so langsam wird er mir etwas sympathischer. Am Anfang mochte ich ihn überhaupt nicht. Das war halt wirklich so ein total prätentiöser Arsch, der die ganze Zeit so, die Welt ist einfach zu gewöhnlich für mich. Ich brauche unbedingt was Besonderes, aber ich bin so total unglücklich, weil ich das nicht finde. Aber ja, so langsam fängt er, glaube ich, an. Vielleicht, wenn er jetzt weiter so in die Gegenwart kommt, so langsam fängt er vielleicht an, die Welt zu verstehen und merkt so, dass er eigentlich falsch lag. Nun ja, wir werden sehen. Hier, wenn ich das richtig sehe, sind jetzt keine weiteren Geschichten in der Nähe. Zumindest keine Sekunde. Doch hier die zwei, okay, direkt bei mir. Hier unten haben wir diese Heilerin, die hatten wir auch schon mal. Und ansonsten müsste ich mich dann weiter nach Süden bewegen. Alter, guck dir die Karte an, ne? Die war mal leer. Hier ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel. Nevada, Wyoming, Idaho. Da waren wir überall noch nicht. Nun gut. So, holen wir uns erstmal unsere verbesserte Geschichte ab, die immer hier am Anfang von so einer Folge wartet. Und zwar die Geschichte. Die Geschichte des Übersetzungsfehlers. The Vulgar Ghost Trapped in the Bottle. Der vulgäre Geist, der in der Flasche gefangen wurde. Okay, das war eine lustige Geschichte, ne? The Vulgar Ghost Trapped in the Bottle. Müsste zweite Stufe gewesen sein. This office is trashed. There's papers scattered in the street, glass missing from the windows, and six men in paint-smeared clothes tracking mud all over the floor. One calls out, "Hey, you looking for Baker?" Das Büro ist verwüstet, Papiere liegen auf der Straße, das Glas ist aus den Fenstern gesprungen und sechs Männer in farbbeschmierter Kleidung verteilen Schlamm auf dem Teppichboden. Einer ruft ihr zu, "Hey, suchst du nach Baker?" Nein, tue ich nicht. "Well, let us know if you see him. He says he's too broke to pay us for the last job, so we're too tired to leave his office." The thought strikes him, and he holds up a dollar. "You got time to get us lunch?" Sag uns einfach Bescheid, falls du ihn siehst. Er behauptet, er habe kein Geld, um uns für den letzten Auftrag zu bezahlen. Also haben wir keine Energie, sein Büro zu verlassen. Plötzlich kommt ihm ein Gedanke und er hält einen Dollarschein in die Luft. "Hast du Zeit, uns Mittagessen zu besorgen?" Oh Gott, die Zeit, als ein Mittagessen nur einen Dollar gekostet hat, ne? Ja, klar, mache ich. "You head up the street and buy them all sandwiches. But when you get back to the office, two cop cars are parked outside, and the six painters are all cuffed on the curb. One catches your eye and waves you away. You hurry off with the lunches and the change." Du gehst zur nächsten Straßenecke und kaufst ihnen allen Sandwiches. Doch als du zum Büro zurückkehrst, parken zwei Polizeiwagen vor dem Eingang und die sechs Maler sitzen allesamt in Handschellen auf dem Bordstein. Einer von ihnen sieht dich und winkt dich hastig fort, und das obwohl er Handschellen anhat. Komisch. Du machst dich mit den Sandwiches vom Acker und mit dem Wechselgeld obendrein. Da ist mein guter Wille mal belohnt worden. So, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich sollte Casey noch nicht ansprechen. Und weil der wollte ja die ganze Zeit immer so fröhliche Geschichten haben. Ich würde mal hier runtergehen, nach Arkansas. Also so leicht nach Südosten, so die Richtung. Ja, und ich habe leider nicht so viele positive Geschichten. Ist vielleicht in diesem Land zu dieser Zeit auch schwer, welche zu finden. Aber es gibt sie. Das ist so eine Sache, die ich tatsächlich an den USA faszinierend finde. So diese einzelnen Staaten. Das
Es ist halt so ein bisschen wie bei uns, ne? Wir haben ja auch unsere Bundesländer hier. Und da ist es halt noch krasser, dass so diese einzelnen Länder dann auch alle so ihre eigene Identität haben. Ne? Im Süden hast du halt diese Sumpfgebiete, beziehungsweise zum Teil dann weiter im Westen dann Wüsten. Und je nachdem, wie die klimatischen Bedingungen sind, im Norden dann eben Berge und eher kältere Regionen. Ist ja alles abgedeckt in dem Land und je nachdem, wo die halt sind, haben die halt auch so ihre eigene Identität, ihre eigene Art zu leben, beziehungsweise zu überleben. Kann ich hier was brauchen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, okay. Pflückern. Bisschen Geld gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich welches brauche da. There's a commotion outside the post office. The crowd parts, and a middle-aged man comes leaping out onto the curb. My daughter had a baby, he shouts. She had a baby girl. Vor dem Postamt drängen sich die Leute. Die Menge teilt sich, als ein Mann mittleren Alters aus der Tür auf den Bürgersteig herausspringt. Meine Tochter hatte ein Baby, ruft er. Es ist ein Mädchen. Ja, herzlichen Glückwunsch. In a fit of frantic excitement, he kicks over the post office box, knocks over a bench, and seizes you at random in a bear hug. Somebody call my wife, he shouts over your shoulder. Tell her we're taking the train to Chicago. In seiner Aufregung tritt er den Briefkasten zu Boden, stößt eine Bank um und greift dich zufällig aus der Menge, um dich voller Freude an sich zu drücken. Jemand muss meine Frau anrufen, ruft er den Leuten über deine Schulter hinweg zu. Sag dir, wir nehmen den Zug nach Chicago. Okay, ich feiere mit ihm. The man starts to dance. His feet hit the pavement so hard, they throw up puffs of shattered stone. Everyone staggers. When he swings around the lamp post, the metal bends like soft clay. Der Mann beginnt zu tanzen, seine Füße treffen mit solcher Wucht auf den Gehsteig, dass kleine Steine daraus hervorbrechen. Die Menge gerät ins Taumeln, als er sich um einen Laternenpfahl dreht, biegt sich das Metall in seiner Hand, als wäre es frischer Ton. Ich feiere weiter. The new grandfather grabs the nearest car and two hands overhead, lifts it up and hurls it down the road. My daughter had a baby, he shouts. Everyone runs indoors. Der frischgebackene Großvater greift das nächststehende Auto mit beiden Händen und schleudert es über die Straße. Meine Tochter hat ein Baby bekommen, grüllt er. Die Menschen verschwinden in ihren Häusern. The new grandfather seizes your hands and whirls you around so fast that you feel the blood leave your tingling face. I've never been happier in my life, he shouts. But his grip slips. Before you can react, you're tumbling across the roof of the hardware store across the road. Der frischgebackene Großvater greift deine Hände und wirbelt dich so schnell umher, dass du fühlen kannst, wie das Blut aus deinem Gesicht verschwindet. Nie in meinem Leben war ich glücklicher, ruft er. Deine Hände rutschen aus seinem Griff. Bevor du etwas tun kannst, fliegst du auf das Dach des Eisenwarenladens auf der anderen Straßenseite. Autsch. The man doesn't seem to have noticed he's lost you. He's spinning so fast you can barely see him. As you climb down into the alley and run for the edge of town, you hear him, thanking God for his answered prayers over the sound of cracking bricks. Der Mann scheint nicht bemerkt zu haben, dass er dich verloren hat. Er wirbelt so schnell umher, dass du ihn kaum sehen kannst. Als du in die Gasse hinabkletterst und auf den Stadtrand zuhumpelst, hörst du inzwischen dem Lärm herunterpolternder Ziegelsteine, wie er Gott dafür dankt, seine Gebete erhört zu haben. Der frischgebackene Großvater, der frischgebackene Hulk, würde ich sagen. Okay, den muss ich gleich ausrüsten, denn das ist definitiv eine positive Geschichte. Das war ja hier dieses Weltsymbol. Und da lassen wir dann auch gerne erstmal die nächtlichen Träume. Nee, Moment, das war ja auch eine positive Geschichte. Halt, meine Fresse. Da lassen wir doch gerne erstmal den weißen Reiter zurück.
Fidelina, habe ich jetzt gesehen. Wahrscheinlich die Großmutter von Fideline. Auch so eine Streamerin, falls die einer kennt. Hier rüber muss ich nicht. Ich glaube, ich muss... In die Richtung, ja, genau. Das sind schon manchmal ganz kuriose Sachen. Auch meine Energie schwindet. Okay, alles andere habe ich voll. Da könnte ich mir dann gleich mal in Memphis was kaufen. Aber erst nach dieser Geschichte. This boy is capable of some intimidating eye contact. He holds your gaze long enough to make you squirm, and then mercifully breaks the silence. Do you like riddles? He has a dull voice. Der Junge begutachtet dich mit einem wahrlich einschüchternden Blick. Er hält deinem eigenen Blick lange genug stand, dass es unangenehm wird, bevor er dich schließlich mit seiner Frage erlöst. Magst du Rätsel? Sein Tonfall ist etwas monoton. Ja. Lovely and round, he says. Oh, he's jumping straight into it, huh? I shine with pale light. I am grown in the darkness. I'm a lady's delight. What am I? Der Mond. Lieblich und rund, sagt er. Oh, er legt sofort los, was? Wachse ich in der Dunkelheit. Ich glänze im Licht. Ein Zeichen deiner Eitelkeit. Was bin ich? Ich würde sagen, der Mond. A pearl. That's right. Now your prize. He reaches inside his overalls. Ja, gut, Schmuck mit dem Lady's Delight. The confident air with which he quizzed you is gone, and you're staring at a pale portrait of horror. He's escaped! The boy screams at you. Run! Eine Perle, ganz recht, und nun zu deinem Preis. Er greift in die Tasche seines Overalls und erstarrt. Die selbstbewusste Art, mit der er dich getestet hat, ist verflogen. Und du blickst in ein von Angst verzerrtes Gesicht. Erst entkommen, schreit der Junge. Lauf! Der Junge mit den Rätseln und dem Haustier, okay? Oha. Okay, wir waren noch nicht in Memphis, ernsthaft nicht? Guck erst mal hier und kauf mir Pulled Pork. Ach nee, Quatsch, Eistee brauche ich. Ich brauchte doch Energie, Pulled Pork war Gesundheit. Okay, dann müssen wir erstmal Geld verdienen. Und ich suche nach Arbeit. Du probierst es bei 4 Fabriken, aber niemand hat Arbeit. Nach einer Weile fällt dir auf, dass du stets mit derselben losen Gruppe abgewiesener Arbeiter durch die Stadt streifst. Hustende Männer mit zerbeulter Kleidung, Frauen mit Säuglingen auf dem Rücken und ein älterer Kerl mit nur einer Hand. Niemand will uns. Nach der 5. Fabrik scheint ihr stillschweigend übereingekommen zu sein, aufzugeben. Ihr lasst euch gegenüber der Fabrik auf dem Bordstein sinken und esst das wenige Essen, das ihr bei euch tragt. Was für eine beschissene Stadt. Na gut, okay, Geld ist jetzt nicht unbedingt was man unbedingt aufladen muss. Leben und Ausdauer sind wichtiger. Also, ne, halt, Kunden. Peabody Hotel. The words adorn the exterior wall. Each letter the size of a window. The lobby is upholstered furniture and gold chandeliers. But such luxury is a mere accessory to the centerpiece. A travertine marble fountain in which 5 ducks swim. Peabody Hotel. In fenstergroßen Lettern kleben diese Worte an der Außenwand. Die Lobby besteht aus Polstermöbeln und goldenen Kronleuchtern, doch dieser Luxus verblasst im Angesicht des Herzstücks ihrer Mitte. Ein Travertin-Marmorbrunnen, in dem 5 Enten treiben. A handsome bunch of feathered fellows, all having a nice time in the water. A bellman in a blue cotton uniform,
black cane cupped in his hands, takes notice of your interest in the waterfowl. Would you happen to be here to witness the duck march? Das hübsche Federvieh scheint es sich im Wasser gut gehen zu lassen. Ein Hotelpage in einer blauen Baumwolluniform, ein schwarzer Spazierstock in seiner Hand, bemerkt ein Interesse an den Vögeln. Sind Sie für den Entenmarsch gekommen? Entenmarsch? A wide smile crosses the bellman's face. Oh, a newcomer. Well, this is a little ceremony I introduced. Every day I march these babies into the elevator, all the way to the roof. Then I march them back down to this fountain. Der Page schenkt dir ein breites Lächeln. Oh, Sie sind neu hier. Nun, es handelt sich um eine kleine Zeremonie, die ich eingeführt habe. Jeden Tag führe ich diese Süßen in den Aufzug und bis aufs Dach hinaus. Dort marschieren wir zurück zum Brunnen. Fliegen die nicht weg? The bellman gestures toward the closest duck. You notice now, the ducks have had their flight feathers trimmed, though their beauty remains intact. Now, don't look so concerned. I spoil them rotten. The feathers will grow back. Der Page zeigt auf die nächste Ente. Erst jetzt bemerkst du, dass die Flugfedern der Enten gestutzt wurden. Auch wenn das ihrer Schönheit keinen Abbruch tut. Es gibt keinen Anlass zur Sorge. Ich verhätschele diese Tiere. Ihre Federn werden nachwachsen. Was? Jetzt ist auf einmal was Englisches und der Erzähler sagt nichts. The bellman checks his silver stopwatch. It's time. Der Page schaut auf seine silberne Uhr. Es ist Zeit. The bellman taps his cane on the marble. Right away, the ducks honk up a frenzy and hop out of the fountain. They beat the water out of their wings and waddle toward the elevator, guided by the bellman's cane. Magnificent. What sweet, gentle creatures. Der Page klopft mit seinem Spazierstock auf den Marmor. Die Enten begegnen dieser Geste mit einem aufgeregten Quaken und hüpfen aus dem Brunnen. Sie klopfen sich das Wasser aus den Flügeln und watscheln dem Spazierstock des Pagen hinterher auf den Aufzug zu. Unglaublich, welch sanfte und liebenswerte Kreaturen. Ja schön, die Enten im Hotelbrunnen. So, möchte ich die eventuell gleich mal noch ausrüsten? Das war ja hier mit dem Stern. Hätte ich die Schmetterlinge, den vulgären Geist, der Mann, der nichts als Melasse aß. Na, nee, lass ich mal. Ich würde die Geschichten gerne noch ausbauen. So, Jimmy, gefallener Engel. Und Jimmy transformiert sich zu... Oh! Let me level with you, friend. Ain't sure there's a me no more. Okay, Jimmy kämpft gegen sich selbst, er selbst in Engelgestalt, wirkt sich von hinten. Eieiei. Ich überlasse euch wieder die Interpretation. Vielleicht, dass sie ihn seine Sünden einholen? Oder nee. Oder dass er mit seinem Glauben kämpft? Ich will offen sein. Bin nicht sicher, ob es noch ein Ich gibt. I'm Baptist when I need to be Baptist. I'm Methodist when I need to be Methodist. Even been Catholic once or twice. Ich bin Baptist, wenn ich Baptist sein muss. Ich bin Methodist, wenn ich Methodist sein muss. War sogar ein oder zweimal Katholik. I'm so interested in what y'all need. I can't quite put a finger on what it is. I believe these days. Ja, okay. Also es ist tatsächlich so, dieses Symbol. Er kämpft halt mit sich selber. Oder ich weiß nicht, ob... Also es sind ja brennende Flügel und hier im Hintergrund sehen wir eine Sonne. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Anspielung auf Ikarus ist, aber da habe ich jetzt nichts in seiner Geschichte. Er ist halt einer, der hat ja vorgegeben, Prediger zu sein. Er ist ja eigentlich gar keiner. Und der wollte halt einfach den Soldaten im Krieg dann irgendwie beistehen und hat das deswegen halt so... fingiert.
Und dann hat er eben, also sagt er ja jetzt so, er gibt halt vor, was auch immer er sein muss. Er will den Leuten halt einfach was auch immer sie brauchen, geben. Er weiß aber selber nicht, woran er glaubt. Ja, mich interessiert so sehr, was ihr alle braucht, dass ich nicht genau sagen kann, woran ich heutzutage glaube. See, I ain't a preacher, I'm a grifter. Weißt du, ich bin kein Prediger. Ich bin ein Gauner. Only thing is, can't quite tell if I'm proud or ashamed of that fact. Ich weiß nur nicht genau, ob mich das stolz macht oder beschämt. You must have seen some pretty wild stuff on the road. What's the most exciting thing you've seen? Ja, exciting stuff. Dann schau doch mal. Das ist eher... Schweinefarmer, nee. Von dem Mann in Kalifornien, der Tiere verstand. You've got a pretty wild life, you know that? Yep. People will tell you that the difference between a house and a home is a human touch, or familiarity, or love. But all that's wrong as sin. Die Leute sagen einem, der Unterschied zwischen einem Haus und einem Zuhause ist Menschlichkeit, Vertrautheit oder Liebe. Aber das ist völlig falsch. The real difference is that you can leave a house whenever you want, but the responsibility inherent in a home just won't let you go. Der wahre Unterschied ist, dass du ein Haus verlassen kannst, wann immer du willst, aber die Verantwortung, die einem Zuhause innewohnt, lässt dich nie los. I've given myself a very big home. Und ich habe mir ein sehr großes Zuhause gesucht. Hey, you have any spooky campfire tales? Feels appropriate out here, right? Oh ja, spooky sollte gehen. Und zwar nehmen wir mal... Na, wir müssen halt... Es ist halt das letzte Kapitel. Wir müssen was nehmen, was... Die Geschichte von der Familie von Schweinefarmern unverheilt von Charlotte. Different folks have different senses of humor, I suppose. Ach, die war... Die war lustig? War das nicht die, die den Sohn irgendwie im Keller hatten oder so? Family? Pops pretended to be a strong man, but in the end, he was just a coward and a cheat. Familie? Pops tat, als wäre er ein starker Mann, aber am Ende war er nur ein Feigling und Schwindler. Like father, like son, I suppose. Wie der Vater, so der Sohn, schätze Lately, ich. Lately, my journey's been pretty ordinary. Just walking, church to church. What about you? Been on any adventures? Ja. Adventures. Die Geschichte vom Brandstifter, der Spielehöllen im ganzen Land niederbrannte. I swear I ain't heard a story good as that in a long minute. Ich schwöre, so eine gute Geschichte habe ich ewig Fortune, nicht gehört. Let me level with you, child. Ain't no hell bigger or hotter than the belief that all of this is for some greater good. Schicksal. Ich will ganz offen sein, mein Kind. Keine Hölle brennt heißer als der Glaube, dass all dies einem höheren Zweck dient. You must have seen some pretty wild stuff on the road. What's the most exciting thing you've seen? Okay, noch was exciting. Die ist... ich glaube, die ist eher positiv. Die ist eher gruselig. Nee. Die Geschichte vom wandernden Willis vielleicht? Different folks have different senses of humor, I suppose. Ah, okay, die ist Travel, auch lustig. I count myself lucky. I'm among the rare few who can truly say they've seen the world. Ich habe das halt immer so, ich habe halt immer so diesen Cue mal genommen aus dem Internet. Das habe ich tatsächlich mal gegoogelt, was diese Abenteuergeschichten sind. Da stand halt so, meistens ist es, wenn halt ein Name drin vorkommt, wenn es um eine konkrete Person geht, dann ist es oft eine Abenteuergeschichte. Only thing is, the world looked back at me, and I don't think it liked what it saw. Ja, also er hat schon viel von der Welt gesehen. Die Welt jedoch sah mich an und ich glaube nicht, dass ihr der Anblick gefallen hat. Lately, my journey's been pretty ordinary. Just walking, church. Okay, nochmal eine Abenteuergeschichte. Ich fürchte, da kann ich aber nicht damit dienen. Das dürften alle meine Abenteuergeschichten gewesen sein.
Oder hier, die mit den Frauen auf der Jagd nach Geisterhäusern. I'm not sure that one moves me. Die war traurig? Love, I swear to you, friend. However much I hate me, that is how much I love you and every other damned soul in this country. Liebe, ich schwöre dir, so sehr wie ich mich auch hasse, so sehr liebe ich dich und jede andere verlorene Seele in diesem Land. Sunrise. I've got another sermon. And by God, it gives me the hope. Next, I'm headed this way. Keep yourself safe on the road, friend. Maybe we'll meet. Nun gut, ja, das lief nicht so gut, aber wenigstens weiß ich jetzt, was er will. Er will Abenteuergeschichten. Wo ist er denn eigentlich jetzt? Er ist da oben im Norden. Wir könnten es nochmal versuchen. Da müsste ich aber erstmal halt ein paar andere Geschichten ausfahren, ne? Wir könnten die hier... Nee, das sind nur Cassidys Verse. Wobei ein Joker wäre vielleicht jetzt... Kann man machen? Die hier, die Architekten könnte ich vielleicht noch raushauen. Er wollte auch eine Gruselgeschichte, dann nehme ich mal die Zeltstadt. Wir brauchen halt jetzt für den wirklich die großen Kaliber. Der tote Soldat von Alamo. Der kosmische Nexus des interdimensionalen Einschränken. Das eine Mal, als ich aus der Stadt geschmissen wurde, der Mord an den strengenden Männern, das habe ich da. Die legendäre Gwen Midget und die skrupellose Schmugglerin aller Zeiten. Das vielleicht? Der Teufel in Stiergestalt, der Sünder in Angst und Schrecken versetzt? Chance Leben, das seltsame Kinn? Der Stier mit der flammenden Krone im Süden von... bei Mobile? Nehmen wir mal das mit der flammenden Krone. Okay, der Mann in Kalifornien, der Tiere verstand, war es auch nicht. La Llorona, der festgefahrene Lastwagenfahrer. Die mörderischen Zwillinge, Bertas Vertreibung. Nee. Die Vermissten und die seltsamen Lichter. Die seltsamen Männer, der wandernde Willis. Die seltsamen Männer vielleicht mal austauschen. Das war eine positive Geschichte mit dem Wagen. Der tote Mann. Weiß ich nicht. Die Legende von Casey Jones. Die könnte man nehmen. Teufel von Leeds. Nee, die hab ich halt alle. Der Hausmeister. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal... Könnte man den Hausmeister austauschen vielleicht. Das war eine lustige Geschichte. Der Astronom war eine positive. Der uralte Kampf. Die Geige. Die unheimliche Mühle. Vielleicht der Rabe? Naja. Okay, gehe ich mal jetzt damit einfach weiter. Go. Jetzt überlagert sich das Audio gerade. Na, wird's eben in Kanon. Hier oben ist ja auch noch einer direkt dann. Achso, das ist dann Casey. In Nashville war ich aber auf jeden Fall schon. Das weiß ich. Aber ich würde es gerne nochmal versuchen mit ihm. Mit Jimmy. War halt ein bisschen unfortunate. Aber man muss halt rausfinden. Man muss halt rausfinden, was sollen die Leute... Gerade wenn man eben auf diesem letzten Kapitel ist, dann, ja, lohnt sich's halt nicht wirklich, die Geschichten rauszuhauen, also so schwache Geschichten rauszuhauen. Zum Glück speichert sich aber der Fortschritt. You came to see me again? Well, I appreciate it. It's rough inside my head these days. I ain't sure who I am anymore. I'm a grifter, ain't I? But everything I did in Paris. Here at home, all of it. I did it out of love. I did it all for real.
Ich weiß nicht mehr genau, wer ich bin. Ich bin ein Gauner, oder? Aber alles, was ich tat, in Paris, hier, zu Hause, alles, das tat ich aus Liebe. Und ich meinte alles ernst. So you tell me, who am I? You must have seen some pretty wild stuff on the road. What's the most exciting thing you've seen? Wo war jetzt Casey? Hier ist Casey Jones. You've got a pretty wild life, you know that? Na, fast offen. Travel? I count myself lucky. I'm among the only thing is, lately, das hat man vorhin schon mit der Welt. Pretty ordinary. Okay, nochmal was Abenteuerliches. Die ist eher gruselig. Wo war denn das? Ach hier, mit dem Bullen. Weiß nicht, ob das eine Abenteuergeschichte ist. Ah ja, ist eine. Story good as that in a long minute. I spent so long playing at being an authority figure that people started actually treating me like one. Ich habe so lange getan, als wäre ich eine Autoritätsperson, damit die Leute mich irgendwann auch so behandeln. Sure ever lived up to that, but maybe your folks think I have. That's good enough. Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht geworden bin, aber wenn die Leute das glauben, reicht das. Lately, my journey's been pretty ordinary. Just walking, church to church. Noch mehr Abenteuer, ja. Die vom Raben an dem Lachs, oder was haben wir noch? Von den zauberhaften Schmetterlingen vielleicht, aber ich glaube, die ist eher positiv, oder? Ich probiere mal mit dem Raben und dem Lachs. Nee. Different folks have different senses of humor, I suppose. Ah, okay, die ist lustig. The past, I remember the first time I thought about being a preacher when I was 12. Pops and I were staying with a deacon in Charlotte. Die Vergangenheit. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich Prediger werden wollte. Da war ich 12. Pops und ich kamen bei einem Diakon in Charlotte unter. He was warm, genuine. Er war warmherzig und aufrichtig. Not sure I do him any favors by association. Weiß nicht, ob ich ihm mit der Beschreibung einen Gefallen tue. Hey, you have any spooky campfire tales? Feels appropriate out here, right? Oh ja, spooky kann ich dir geben. Spooky kann ich dir geben. Die Frage ist nur, welches spooky? Geschichte von den tödlichen Tauben? Der Teufel von Leeds. Die erzählen wir. Das ist eine der ersten, die ich hatte. Oh, you could rattle a congregation's bones, I bet. Und zack, Auge ist offen. Wir haben Jimmy beendet. Also nicht ihn, wir haben seine Geschichte beendet. Sadness? I see them preachers on the pulpit all tears and shouting. The fear of the Lord moving them to holy grief. Trauer. Ich sehe die Prediger in der Kanzel weinen und schreien, wenn die Furcht vor dem Herrn sie in den heiligen Kummer versetzt. But my sadness is not holy. It is not otherworldly. Aber meine Trauer ist nicht heilig. Sie ist nicht entrückt. Mine is a very material misery. I feel it in my bones and my muscles. I ache. Sie ist eine sehr materielle Not. Ich spüre sie in meinen Knochen und Muskeln. Ich fühle Schmerz. You must have seen some pretty wild stuff on the road. Okay, aufregende Sachen. Jetzt kann ich allerdings raushauen, was ich will. Und ich erzähle die Geschichte. Es ist halt die Frage, was ich will, was sich verbessert, ne? Komm, hier die vom Großvater. Machen wir die mal raus. Da weiß ich auch dann, was das für eine Art von Geschichte ist. That strikes me as a shallow kind of hope. Ah, okay, ist eine positive Geschichte. Desires fulfilled? Okay, listen. I've been a dedicated deceiver for near half my life. All that lying can make it hard to keep track of priorities. Erfüllte Sehnsüchte? Okay, hör zu. Ich war beinahe mein halbes Leben ein echter Betrüger. Bei all den Lügen verliert man schnell die Prioritäten aus den Augen. So that I could feel safe in my own prowess. But I promise, there were other days too. An manchen Tagen log ich, um mich in meinem Tun sicher zu fühlen, aber ich schwöre, es gab auch days andere Tage. Where every falsehood was meant to offer the deceived a little hope. Tage, an denen jede Falschheit den Betrogenen ein wenig Hoffnung schenken Before you sollte. Go, I just need you to know. At the end of the day, I am a hopeful man.
Bevor du gehst, sollst du eins wissen. Letzten Endes bin ich ein hoffnungsvoller Mann. It might not be the next stop on the journey or the one after that. We are on a journey to a better America. Es mag nicht der nächste Halt auf dem Weg sein, auch nicht der übernächste, aber wir sind auf dem Weg in ein besseres Only Amerika. Only thing is, I don't think I have the strength to walk much further. So walk for me, all right? Ich glaube nur, ich habe nicht mehr die Kraft, viel weiter zu gehen. Also geh für mich, ja? Walk far. Geh weit hinaus. Jimmys Story ist complete. Jimmy, der Prediger, der eigentlich keinen echten Glauben hatte, aber Leuten das vorspielte, um ihnen Hoffnung zu geben. Okay, hier haben wir ein bisschen Geld. So, jetzt müsste ich mal ganz schnell zumindest die von Jimmy wieder aus... die vom Dings hier wieder austauschen, weil ich eigentlich nicht brauche. Hier, Casey Jones, das meinte ich, Casey Jones. Die müsste ich mal austauschen, weil die brauche ich nicht wirklich. Stattdessen nehmen wir wieder die von den seltsamen Männern rein. Okay. Das muss ich mir echt mal merken. Nee, das war nicht der mit dem Raben. Das war eine lustige Geschichte. Das hätte ich echt nicht gedacht. Na gut, okay. Die Zeit ist mal wieder reif. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, ich würde mich immer über eine nette Bewertung und einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.